Tischgesellschaft spielt doch wahrlich eine zentrale Rolle in dem ganzen Stück, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist so diese zentrale Szene, die Bruchszene, wo dann am Schluss der Tod auftritt. Und also wo da jedermann sich in der Szene richtig vergnügt, aber immer wieder diese Einbrüche hat. Und dann zum Schluss der Szene kommt der Tod und dann verändert sich das ganze Stück. Also, und der Jedermann verändert sich ab da. Welche Rolle hat die Tischgesellschaft als Gesamtheit? Die Tischgesellschaft spiegelt die Gesellschaft. Also es steht für Völlerei, für Reichtum, für die wohlhabende Gesellschaft, die sich einfach nur betrinkt und es sich gut gehen lässt. Und die Oberflächlichkeit wird sehr betont in dieser Szene, glaube ich. Man lernt halt schon viel aus dem Stück, was man sich dann selber in seinem Leben hinterfragt auch. Naja, also das ist ja sozusagen sein letztes Fest, was er nicht wirklich weiß, aber was dann so ist. Und wir sind ja seine Freunde sozusagen und wir spielen schon eine wichtige Rolle da. Wir sind seine Freunde, aber halt in gewissen Ebenen. Also da einerseits ist, ob wir jetzt wirklich seine richtigen Freunde sind ob wir nur gekaufte Freunde sind, die nur herkommen, weil er es viel Geld hat, er es Feste feiert, wir hinkommen zum Feiern und ihn dann wieder links liegen lassen, sozusagen, wenn es dann auf Ernst kommt. Also da ist eh, glaube ich, jeder mit ein bisschen einem anderen Hintergrund drinnen. Und deswegen also ist es vielleicht bei uns auch so interessant und macht so viel Spaß, weil jeder einfach seine anderen Gedanken hat, warum er jetzt wirklich da ist. Also das hört man auch ein bisschen im Text bzw. im Subtext heraus. Also jeder, der eine sagt, ja, wir sind Freunde, der andere sagt, ja, wir sind Freunde, genau. Und ihr habt ja auch viel Spaß. Du setzt dich da ganz frech. Also ich setze mich ganz frech dorthin und setz dich auf eine Dame, entschuldige, das tut man nicht. Setzt mich eigentlich auf... Nein. Aha, da kam das schon. Setz mich auf eine Dame sozusagen. Und gerade auch die Frau Minne-Szene als Verarsche sozusagen macht mir auch riesigen Spaß. Irgendwie mal was... Also trotz dieser Tragödie halt um den Jedermann, dass er halt in den Tod gehen muss, auch... nicht nur Tragödie zu spielen, sondern auch irgendwie eine gewisse Comedy drinnen zu haben. Eine wichtige Sache auch, weil sie symbolisiert, dass die Leute eigentlich Genuss haben wollen und auf Kosten anderer zum Teil nicht. Und wir leben das so richtig aus. Bei der Tischgesellschaft, ja. Hier in Parndorf. Ja. Ist ja mal ganz was anderes, obwohl es das Gleiche ist wie überall, aber es ist eben nicht das Gleiche. Es ist, wie gesagt, nicht das Gleiche. Was zum Beispiel würdest du sagen, ist anders? Kann man es am Punkt bringen? Zum Beispiel das Fliehen, weil ich ja vor dem Tod fliehen will, aber dann irgendwie nicht kann, aber mich dann irgendwie unter dem Tisch rette und mich dann da verstecke, aber trotzdem zuhöre, was der Jedermann und der Tod besprechen. Also die Tischgesellschaft freut mich sehr, dass das so funktioniert hat, weil erstens einmal haben wir bedeutend weniger als irgendwie bei anderen Inszenierungen, weil da sind ja 10 Mädchen und 10 Burschen. Ja. So wird sie meistens dargestellt, ist auch geschrieben. Ich habe mir gedacht, 3 Burschen, 3 Mädchen müssten genügen. Und es war natürlich die anstrengendste Arbeit, das zu koordinieren, wie das ineinander geht. Und es freut mich so, dass die so eingestiegen sind und das dann so gebracht haben. Es ist aber wirklich jeder Handgriff und jeder Schrei und jede Bewegung ist inszeniert. Und da geht es wirklich darum, dass das sehr präzise ist. Und das haben sie großartig gemacht. Hugo vom Hofmannsthal hat das schon so gut geschrieben, dass es eigentlich jedes Jahr irgendwo sehenswert ist, weil die Thematik eigentlich allgegenwärtig immer gültig ist und jedermann betrifft. Die Worte an sich, die der Jedermann gewählt hat, auch die Sprache, also nicht nur die Botschaft, sondern wirklich auch die gewählte Sprache. Was macht die mit einem, wenn man Schauspieler ist? Ist das besonders leicht, besonders schwer, in diesem gereimten Kontext diese Botschaften zu transportieren? Nee, ich glaube, es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Also das kann ich sagen von mir aus und auch von der Kollegenschaft, weil das sehr ungewohnt ist, diese ein bisschen antiquierte Sprache, die bewusst gewählt wurde vom Autor, um eben diese quasi Allegorien auch einbauen zu können und auf dieser Ebene das leichter, die Thematik zu behandeln ist. Es ist schon gewöhnungsbedürftig, aber wenn man lange genug sich mit dem beschäftigt, dann kommt man schon rein und es geht. Musik.